Und Daisy und ich machen heute unsere Halloween-Folge und deswegen dürfen wir heute nur orange anziehen, in einem orangenen Haus leben, orangene Autos fahren, orangene Sachen essen und alles halt, was orange ist. Ich hasse orange! Du hast... Ja, orange ist auch nicht meine Lieblingsfarbe. Aber fast so schlimm wie gelb! Wir können uns als Kürbis verkleiden. Ist das nicht auch was Schönes? Nein! Nein! Und ja, das ist der Horror. Das ist der Halloween-Horror. Es ist der Halloween-Horror, okay? Wir können... Wir haben hier keine Wahl, okay? Es ist jetzt Halloween, deswegen sind wir orange. Als erstes ich habe eine Wahl, der steht neben mir. Was? Nein. Erstmal frech. Zweitens, ich denke, wir sollten mit einem Haus anfangen. Was sagst du? Alright. Ja, finde ich eine gute Idee. Wo wohnt man denn als Halloweeniger? Ich weiß nicht, steig auf mein Fahrrad. Warte, ich steig auf dein Fahrrad. Wo bist du? Hier. Hier. Okay, ich glaube, das wird nicht. Ich kann, glaube ich, gar nicht auf dein Fahrrad steigen. Warte mal, steig auf meinen Bus. Mhm. Oh, Bus! Steigen Sie ein! Ich steige irgendjemand ein. Muss fahren! Oh, nee, wollen wir mal. Kleiner. Ja? Guck dir das mal an. Bam! Halloween-Mobil! Let's go! Oh mein Gott! Yeah. Ich fühle mich nicht so sicher in diesem Bus. Was? Nein, stopp! Oh, da sind wir! Da einmal aussteigen wir! Das ist unser zukünftiges Haus. Wollen wir mal. Bei der 22. Perfekt. Das ist meins. Das ist deins. Okay, den baue ich gegenüber. 22 ist meine Lieblingszahl. Okay, ich baue ein Baumhaus. Und dann mache ich das orange. Kann man das gut einfärben, so ein Baumhaus? Das kann ich dir nicht sagen. Deins hat viel Holz. Ich glaube, deins kann man nicht gut einfärben. Aber ein Baumhaus ist auch dafür bekannt, viel Holz zu haben. Glaubst du das, Ronja? Glaubst du, dass man das nicht gut einfärben kann? Oh, deins kann man perfekt. Das habe ich nämlich schon getestet. Okay. Gut vorbereitet. Mein Baumhaus ist mittelmäßig gut eingefärbt. Nein, das hat sich gar nicht gefärbt. Warte mal. Das blöde Baumhaus kann man gar nicht färben. Mensch, hätte man sich da mal vorbereiten können. Warum nicht? Guck mal, das hat gar nichts. Warum darf man denn wenigstens nicht mal die weiße Wand orange färben? Das ist ein Skandal. Es hat Spinnenweben unten. Es hat Spinnenweben. Guck mal, das ist das Einzige, was sich hier eingefärbt hat. Diese vier Säulen. Nee, der Teppich in deinem Schlafzimmer auch. Achso, ich packe mal das Halloween-Mobil hier in eine der, ne? Warte. Weißt du nicht, ob du das hinkriegst? Doch. Täusch dich nicht. Ich bin erfahren in so Situationen. Da muss man einfach nur hier einmal flippen. Sehr gut. Ich packe das in meine Garage, okay? So. Okay, da passt es gut rein, ja. Ja, die ist einfacher zu bedienen als deine. Wir brauchen einen Bus, um die ganzen Süßigkeiten zu transportieren. Absolut. Yeah. Yes. Okay, dann, warte, ich komme mal mit in dein Haus. Kein spezieller Grund. Vielleicht können wir uns dann direkt neue Outfits aussuchen. Yeah. Okay, dann kommen wir mit. Hier geht's hoch. Wir haben hier einen Einbrecher, aber der hat orangen Haare, also ist es vielleicht okay? Ist ja okay. Wollen wir den hier behalten? Musst du wissen, du bist der Herr des Hauses, die Frau des Hauses. Hat gerade mich ausgeraubt. Ja klar, aber ist es nicht auch irgendwo ein bisschen der Spirit von Halloween? Also, weil du hattest ja keine Süßigkeiten zu Hause, nehme ich an. Deswegen klaut er mir mein Geld. Guck mal, hier ist der Kleiderschrank, wollen wir uns umziehen? Yes, gute Idee. Das hier ist mein fertiges Outfit. Ich habe hier kleine Blätter als Flügel. Ich habe einen süßen kleinen Kürbishut und eine Schleife. Selbstverständlich auch mit einem Kürbis dran. Ein Kürbis-T-Shirt, eine Fledermaushose, alles orange. Und, Izzy, warum versteckst du dich? Lass mich in Ruhe. Warum? Komm doch raus. Die besten Kürbisse von meinen Eltern. Geht weg von mir. Und ja, Wieso? Die gehen nicht weg. Ausschalten. Ich liebe auch, wie du 2 Sekunden, nachdem wir angefangen haben, uns anzuziehen, gesagt hast, ich habe jetzt diese Kürbisse, ich kann sie nicht mehr. Die sind jetzt halt da. Kann man jetzt nichts machen, ne? Aber ich finde es schön, dass du auch wirklich committed hast. Du hast noch einen Kürbis auf dem Rücken, hast einen kleinen Kürbishut. Ja, ich dachte mir, wenn ich schon Kürbisse habe, dann... Hast du dir gedacht, du gehst jetzt einfach voll an die Kürbisschiene oder fährst aber die gleiche Hose an? Aber ich muss sagen, deine Hose, finde ich, ist wirklich gut. Ja, ist, denke ich, auch die beste Hose, die man hätte auswählen können. Finde ich nämlich auch, ja. Gute Wahl. Danke, du auch. Ach, danke schön. Schön, dass es dir aufgefallen ist. Und der Kürbis, den du aufhast, wollte ich auch erst nehmen. Aber ja, der ist süß, gesehen, gell? Nimmst. Guck mal, wie hübsch der auf den Haaren auch sitzt. Deine? Ja. Du hast ja die Pompons auf deinem Kopf. Ich sag, dann sieht der auch gar nicht so gut aus. Ah, das war richtig. Okay. Ich habe übrigens, mein Haus ist verschwunden. Oh.
Aber der Bus steht. Aber der Bus steht. Deswegen werde ich mir jetzt ein neues, bei der Chance, die wir jetzt hier gekriegt haben, ein neues Haus machen. Und das werde ich jetzt orange einfärben. Sag, das kann man. Und ja, der Killer Clown Bunny, schnell! Nein! Er will dich ausrauben! Der rennt hier einfach rein. Das Haus ist noch nicht mal fertig gebaut. Hallo? Er raubt dich aus. Stopp, Killer Clown! Er ist oben. Er hat den Tresor! Nein! Okay, ich. Wieso? Guck mal, da explodiert hier was. Guck mal, was da hier schon wieder passiert. Wie kann ich zielsicher die zwei Häuser auswählen, die man einfach nicht färben kann? Ich habe gedacht, guck mal, das hat hier so viel große weiße Fläche. Gewiss kann ich das richtig schön. Einfach, ich sperre den jetzt ein bei mir, den Clown. So, jetzt sitzt du im Haus. Herzlichen Glückwunsch. Ich wohne jetzt bei der Easy. Jetzt kommt er nicht mehr raus. Er hat sich zurückgesetzt. Er hat sich zurückgesetzt. Okay. Noch ein bisschen mit seinem Money geflext und dann ist er gegangen. Schade. Okay, dann packe ich mal kurz den Bus wieder ein. Oder wir können natürlich mit dem Halloween-Mobil direkt in die Stadt fahren. Das ist eine gute Idee. Du fährst. Ich fahr. Okay, ist dir noch auf schnell gestellt? mein Kürbis sitzt halb draußen. Okay, nein, der Bus hat ein normales Tempo. Schnappen. Das freut mich sehr, damit ich. Ja, ich hab's normal eingestellt. Wir könnten unsere Haare färben, aber dann sehen die halt sehr orange aus. Ich will meine Haare färben. Du willst deine Haare färben? Ja. Okay, dann muss ich hier nochmal eine Runde drehen. Tut mir leid. Oh nein, sag mal, falsche Seite der Stadt. Mhm. So, jetzt hier alle bitte, die Haare färben wollen, einmal aussteigen. So, okay, zack. Danke sehr, Madame Runja. Bitte zahlen, Donku. Ich muss zahlen, obwohl ich selber Bus gefahren bin. Welche Farbe soll ich nehmen? Ich habe mich für orange entschieden, aber so ein helles. Vielleicht sieht es gar nicht so schlecht aus. Ah, aber vielleicht okay. Ist es auch ganz... Oh, das, Ich habe mich für grün. Das wirklich ist, einmal Daumen hoch bitte auch unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr Easys Outfit richtig schön findet. Also ich denke, jede Fashion Famous Lobby würdest du damit gewinnen, das ist wirklich... Danke. Ich kann es mir nicht besser vorstellen. Warte, ich mache mal einen anderen Grünton, der nicht ganz so in den Augen wehtut. Oh ja, der ist ein bisschen besser. Aber guck mal, meine Orangen sind gar nicht schlecht. Sieht aus, als hätte ich einfach Natur-orangen Haare. Yeah. Boah, ich habe überlegt, ob ich meine richtigen Haare orange färben will. Also halt so. Weißt du, wenn du so 10 Jahre vegan bist, dann kriegst du grüne Haare. Oh. Aber färb sie dir ruhig orange, Ronja. Gute Idee. Ja, ich habe überlegt. Warte, wo fahren wir überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach eingestiegen. Du bist hier confidently in den Bus und hast dir gedacht, okay. So, wir fahren an den halloweenigsten Ort, den ich kenne. Okay, mach die Augen zu. Der Mond geht unter, wir müssen uns beeilen. Es wird gleich zu Abend. Okay, weißt du was? Wir fahren jetzt von Haus zu Haus und holen uns Süßigkeiten ab. Hier. Okay. Das ist das erste Haus. Ich denke, die geben uns was. Da sind nämlich auch Leute zu Hause. Okay. Ah, ja. Und mal gucken, ob die uns was geben. Okay, die reden mit uns. Aber halt nicht wirklich. Weil die schreiben kyrillische Buchstaben. Die kann ich halt nicht so gut lesen. Okay. Wo bist du eigentlich? Ich bin am Spawn, da kannst du Süßigkeiten einsammeln. Ich dachte, das ist wahrscheinlich ein bisschen erfolgreicher. Oh, okay. Na gut, dann komme ich auch zum Spawn. Okay, denkst du, wir sollten easy, medium, hard oder extreme machen? Warum? Also ich habe erstmal easy gemacht. Okay. Aber du kannst mit extreme starten und dich dann steigern. Ich verstehe halt nicht, warum bei Extreme der grüne Monster Truck ist. Das ist eine sehr gute Frage. Ich werde auch easy machen. Candy Hunt easy. Easy ist easy. Okay, das ist aber easy. Guck mal, eins. Hier ist der nächste. Du hast schon 8. Mhm. Das ist wahrscheinlich wegen dem Bus. 9, 10. So, 4. Du kannst aber nicht meine klauen, oder? Gibt es insgesamt nur 10? 11? Nein, das sind 12. Ich finde das 12. nicht. So, 6. Komm schon. Hier ist mein 7. Da. Nein. Ah, das 12. Hast du auch. Okay. Fahrzeug freigeschaltet. Oh mein Gott. Warte, du hast ein Fahrzeug freigeschaltet? Das Halloween-Mobil. Nein. Das Originale. Oh mein Gott. Ist es besser als der Bus? Das hier. Ich suche noch meine. Ich würde gerne meine... hier ist eins. Aber es ist grün. Das hat sich getarnt. Clever. Kann ich das Große sammeln? Ich finde die nicht. Oh, das ist cute. Ja, oder? Das ist richtig süß. Okay, warte. Ich will zu dir. Ich will. Steigen Sie ein. Wo darf ich sie hin? Das ist so richtig süß. Guck mal, wie cute das ist. Yeah, aber hier passen nicht so viele Süßigkeiten rein. Willst du erstmal deine zu Ende sammeln? Okay, ich weiß. Okay, hier ist noch eins. Ja. Mhm. Ich bin, glaube ich, einfach nur blind, weil ich habe die Grünen einfach ein bisschen ausgeblendet, dass es die auch gibt. Und das letzte ist neben dem Sprungbrett. Und dann kriege ich mein eigenes Halloween-Mobil.
Yeah. Fahrzeug freigeschaltet. Soll ich mir das spawnen? Sollen wir zusammen durch die Gegend fahren? Warte, ich steig ein. Entschuldigen Sie. Ich sitze drauf. Oh, du kannst draufsitzen? Yeah. Okay. Ich und meine Kürbisse. Dude. Ich wünschte, deine Kürbisse würden nicht draufsitzen. Wir fahren ein bisschen langsam hier, deswegen. Wir fliegen jetzt. Du weißt schon, dass ich nicht im Auto sitze. Nein, keine Sorge. Das ist keine gute Idee. Wir nehmen hier ein bisschen mit Momentum auf beim Hochfahren. Willst du mich umbringen? Nein, keine Sorge. Ah! Nein, es rutscht. Komm zurück. Der ist besser so. Rutsch weg, Auto. Sie kann gar nicht fahren. Okay, was können wir denn noch machen, was orange ist? Wollen wir uns noch orangenes Essen kaufen? Jo, das ist eine gute Idee. Okay, dann fahre ich wieder in die Stadt runter. Dann biege ich hier nämlich direkt ab. Und hier sind wir auch schon beim Diner angekommen. Kein Problem. Hä, das da? Ja, ja. Hier oben ist doch Essen, oder? Aber ist da was orange? Das weiß ich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass hier im Supermarkt was Oranges haben. Mhm. Mit Schokolade kenne ich mich aus. Perfekt. Da decke ich mich ein. Super Schmecker. Wir dürfen leider nichts anderes mehr essen. Nur noch die Schokolade mit der Erdnussbutter. Das war's. Das ist kein Problem. Wenn du eine Erdnussallergie hast, dann ist es ein Problem. Ja, aber habe ich nicht. Also kein Problem. Also kein Problem. Aber ich mag Erdnüsse nicht so gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist okay, ich werde es essen trotzdem. Du die wieder aus und isst nur die Schokolade. Oh, okay. Ja, gute Idee. Habe ich auch immer so gemacht früher. Hast du das gemacht? Mhm. Mit Haselnussschokolade. Ich mag die Haselnüsse nicht. Ehrlich, die Haselnüsse sind der beste Part. Nein, ich mag die gar nicht. Verstehe. Aber ich spuck die nächstes Mal für dich aus und schick sie dir zu. Das ist super lieb von dir. Da freue ich mich schon auf deine ausgespuckten Haselnüsse. Isi, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gräme mich immer noch ein bisschen, dass ich hier bei dem Haus zweimal einfach keine orangene Farbe reingekriegt habe. Oh, Ronja, das ist aber schade. Aber... Steck ein. Was sitzt du? Ich sitze. Okay. Ich bin bereit. Für was auch immer jetzt als nächstes kommt. Nein, was machen wir? Wir schauen uns das beste Halloween-Haus der Stadt an. Okay. Die Orange das Superstar. Du bist einfach gerade bei dir zu Hause vorbeigefahren. Einfach also um es nochmal reinzureimen in die Wunde. So, eine oh, meiner Favoriten heute ist das hier. Ich denke, hier wird alles Käse. Das Haus können wir auch mit 10 Punkten bewerten. Das ist wirklich gut geworden. Ich denke auf jeden Fall, also das ist von richtig Ronja. Hat ein gutes Halloween-Flair. 1,345 Punkte. Mm. Aber lass mal auf der anderen Seite gucken. Okay. Also... Wie ist das jetzt schon wieder passiert? Hoppala, wie blöd von... Da steht's wieder. Okay. Okay, guck mal hier. Okay, das ist aber gelb, das ist nicht orange. Also das hier ist eine Pizzeria. Ja, die ist 0 von 10 Halloweenig. Ja, 0 von 10. Also das ist gelb. Die hat leider gar kein Halloween-Flair. Kürbisse draußen vor der Tür, aber ist auch nicht so nice. Okay. Was ist mit dem hier? Die hat einen Kürbis oben drauf. Das ist nicht schlecht. Tor. Und im Tor, das sind 1 von 10. Das hier ist ja voll hässlich. Aber das ist cool. Welches? Das da hinten, das Grüne. Guck mal, hier mit dem Kürbis drauf. Ach so. Warte, aber ich glaube, das ist genau das gleiche, was ich habe. Und ich habe einfach nur diese Säulen, also hier den Part. Ah. Den habe ich orange eingefärbt. Aber das große Weiße kann man nicht einfärben. Nee, das kann man nicht. Das ist leider ein bisschen traurig. Aber finden wir noch eins, was besser ist als das von alles Käse? Wer auch immer diese geheime Person sein mag, die so ein tolles Halloween-Haus gebaut hat. Yeah, lass mal vorbeischauen bei alles Käse und ihr beglückwünschen. Was wollen wir schenken? Wahrscheinlich einfach den besten Preis, den wir uns überlegen können, oder? Den Respekt, dass du ja. Das schönste, ich meine nicht du, alles Käse halt, also alles Käse, den schönsten... Okay, lass mal aussteigen, mal gucken, ob sie da ist. Ich muss mal ganz kurz aufs Klo, Ronja, wir sehen uns dann gleich. Okay, ich halte dann schon mal ein Geschenk bereit. Hallo? Bitte klingeln! Ich hab geklingelt! Oh, schönen guten Tag, wer ist denn da? Hallo? Hallo, hier ist das Komitee. Wir haben unabhängig Halloween-Häuser bewertet und hier ist einmal einfach der Gewinner. Was soll ist das? Ist es dein Haus? Entschuldigung, ich musste mich nochmal kurz verkleiden. Das ist mein Haus, ich bin alles Käse, ja, hallo. Ah, das ist wirklich ein sehr schönes Haus. Dankeschön. Okay, und was kann ich noch für dich tun? Du kriegst hier einmal diese schöne Box an Süßigkeiten. Nein! Bitteschön! Oh, dankeschön! Herzlichen Glückwunsch! Erdnüsse drin? Ich bin allergisch gegen Erdnüsse. Nur Erdnüsse. Nur warte mal, was? Erdnüsse keine mit Wasabi, oh, super, Erdnuss ich esse Crunchies. Keine Erdnüsse. Danke! Okay! Das wird schmackhaft! Tschüss! Tschüss! Hast du mein Mobil gerade weggespart? Hallo? Was sollte das? Ich glaube, da liegt jemand im Krankenwagen, weil er Erdnüsse gegessen hat. Guck mal lieber nach, Ronja. Tschüss!
Ja. Du solltest alles Käse bei der Stelle des Krankenhauses. Oh nein, wie könnte das passieren? Ist alles in Ordnung? Du musst Lady, das Auto fährt nicht von alleine. Okay, Entschuldigung. Notfall! Ich fahr dich sofort ins Krankenhaus. Das ist kein sehr schrecklich. Oh nein, warum ist es so schnell? Weil es ein Notfallwagen ist, Ronja. Und ich trag dich. Ah ja, ich trag dich und all deine Kürbisse. Oh, wunderbar. Was für ein tragischer Unfall. Wie konnte es nur so weit kommen? Ich kann es dir nicht sagen. Das ist ja undenkbar, dass es heutzutage sowas gibt. War nur ein Prank. Ich bin's easy high. Oh mein Gott. Weiß, unerwartet. Unerwartet, das habe ich gar nicht kommen sehen. Nein. Was für ein Plot-Twist. Ich hoffe, in Zukunft achtest du mehr darauf, wem du Erdnüsse gibst. Alles klar. Ich sag, dann war's das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Fröhliches Halloween. Ihr könnt gerne mal schreiben, als was ihr alle so geht. Halloween. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und feiert mit euren Freunden oder Familie oder wie auch immer ihr Halloween feiert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.